Moin zum neuen Vlog. Ja, es wird Zeit, ne? Ich bin mal wieder abgeklappt. So noch ein paar Kleinigkeiten nachzugucken. Ich habe nochmal die Gasbautenzüge ein bisschen nachgezogen. Da kam ich nur auf knapp 2000 Umdrehungen und da geht noch ein bisschen mehr. Und der Vierzylinder, der will halt ein bisschen Drehzahl haben, ne? Der will ein bisschen bei Laune gehalten werden. So, ansonsten habe ich nochmal unter die Einspritzpumpe geguckt. Können wir nochmal zusammen machen. Also da unten, da sollte kein See stehen von Diesel. Da liegen ein paar Krümel rum, das ist alles gut. Hier ist alles trocken. Das wollte ich nur kontrolliert haben, weil ich ja jetzt doch so ein paar Stündchen schon mal gefahren bin und das wäre dann auch so ein Grund, dass irgendwas abbrennt, ne? Wenn der Diesel unter der Pumpe steht, weil wegen, weiß ich nicht, egal. Der Kenner sieht, die Heizung ist noch nicht drunter, meine Bautenzüge sind hier dran. Also die Heizungsbedienung ist da, aber hier fehlt noch der Kasten von der Heizung und hier meine ganzen Dimmstoffmatten, die sind auch noch nicht da. Das ist jetzt nichts Funktionsrelevantes, aber ich glaube, das hilft doch bei der Geräuschdämmung. Ich merke jetzt doch, wenn ich damit fahre, dass das relativ laut ist, besonders wenn du hinten auf hast. Also schöner ist, vorne auf, hinten zu. Und wenn diese Dämmstoffmatten jetzt da drin sind, dann wird sich das auch noch etwas geben. Na gut. Ja, ansonsten ist soweit eigentlich alles Taco, ne? Kleinigkeit noch. Ja, weiß ich noch nicht, ob das eine Kleinigkeit wird. Der Luftpresser. Gucken, ob wir das erkennen. Also man sieht da zwischen den Leitungen durch, sieht man da, da schwitzt der. Es hängt auch mal ein Tröpfchen da. Das wird wohl das nächste an Baustelle sein. Und ich bin gerade auf der Suche, ob ich da einen Dichtsatz oder einen Reparatursatz nehme. Oder ob ich einen komplett neuen nehme. Bin schon auf der Suche, aber... Ich nehme gerne Hinweise auf, was den Luftpresser angeht, ob man da lieber einen neuen verbauen soll oder lieber den Repsatz nimmt. Also der Preisunterschied treibt mich eigentlich wieder zu dem Repsatz. Der liegt wahrscheinlich bei um die 200 Euro und der neue Kompressor 1000 bis 1500. Ne? Da will ich nochmal ran müssen. Ansonsten, ihr wisst ja, das ist sonst ziemlich alles neu. So, ich kann jetzt wieder rausfahren, hänge den Frontlader an. Ich bin gerade ein bisschen am Aufräumen mal hier. Mein Platzmangel, der nötigt halt dazu, dass man immer mal wieder hin und her räumt. Und jetzt ist es so, dass diese orange Kiste, die hier hinten immer noch steht, die orange Kiste, die soll heute abgeholt werden. Hier. Die Heckpritsche vom Xylon. Die soll weg und deswegen brauche ich einen Frontlader, dann lade ich dem die auf und dann geht es so ein bisschen vorwärts, auch mal mit dem Platz. Ich werde das dann noch mal irgendwie ein bisschen umstrukturieren, alles so, keine Ahnung. Der Geräteträger, der klaut mir ja immer noch einen Platz da hinten, der hat sich auch noch nicht bewegt seitdem. Und dann, dann sieht das hier gleich wieder ein bisschen besser aus. Dann will ich noch ein bisschen Mulchen fahren. Da müsste eigentlich der Xylon auch mal dran. An den Mulcher. Den Mulcher habe ich jetzt mit dem 822 einfach rausgefahren. Und dann testen wir den da auch mal vor. Mal gucken. Ich hoffe, ich kann ein paar schöne Bilder und gute Aufnahmen bei diesem Video dazufügen.
So, endlich wieder bewegte Bilder. Geil, das war schön. Ne? Steht er ganz gut da. Ja, was kann man sagen? Ersteinsatz, Frontzapfwelle. Ich war mir ja noch nicht sicher, ob die Frontzapfwelle unter Last dann auch anbleibt. Ich hatte eine Platine rumgelötet und ohne Last hatte ich irgendwie das Gefühl, die geht dann nach ein paar Sekunden wieder aus. Das funktioniert alles. Wir machen jetzt mal Saisonschaltung wieder aus und ja, vielleicht hat es einer oder andere erkannt. Ich habe schon den kürzesten Oberlenker genommen, den ich jetzt hatte. Aber ja, in der Gleitkurve sieht es ganz okay aus. Der sieht jetzt ziemlich parallel aus. Aber ich bin auch noch ein bisschen oben. Der geht ein bisschen stark auf Angriff. Ne? Das heißt, ich muss noch mal irgendwie einen kürzeren Oberlenker haben. Das sollte nicht das Problem sein. So, bei stehendem Motor natürlich die Saisonschaltung aus. Ansonsten kann man sagen, auf den Mulcher lasse ich nichts kommen. Der geht einfach perfekt. Das ist, wenn man eine neue Maschine kauft. Das ist einfach geil. Der hat jetzt vielleicht insgesamt 5 oder 10 Hektar gemulcht. Der ist scharf. Da ist nichts ausgeschlagen. Das ist einfach geil. Das funktioniert einfach beim Anhängen perfekt. Jo. Zum Xylon selber sieht man ja die Lüftungsgitter. Also das muss man ein bisschen im Blick haben. Das fällt relativ gut ab. Hier war jetzt nicht allzu viel Schmutz aufkommen, außer diesem Staub und ein paar Gräsern. Oh, Entschuldigung, Staub und Gräser, genau. Der juckt die Nase gleich, aber geht noch. Ich habe sonst, die habe ich heute nicht dabei für die paar Quadratmeter hier, eine Ausblaspistole. Da musst du halt auf die Temperatur achten. Und ja, muss danach gucken. Ich bin froh, dass meine Scheiben heile geblieben sind. Wie gesagt, das war einfach der Test. Frontzapfwelle und es ist natürlich cool, du fährst keine Spur platt. Ne? Wenn der Mulcher vorne dran hängt, ich habe den ja sonst an dem 822 hinten dran, dann fährst du die Spur platt und die siehst du natürlich, wenn es wieder durchwächst irgendwann. Das sieht irgendwie unsauber aus, sage ich mal. Ne? Das ist nicht so das perfekte Ergebnis, auch wenn es ja, den Zweck wahrscheinlich erfüllt. Was kann ich noch sagen? Xylon hält durch. Funktioniert alles richtig gut. Die paar Kleinigkeiten, die ich noch habe, will ich noch vervollständigen. Hat schon gezeigt, Heizung und so. Heizung braucht im Moment kein Mensch. Klimaanlage, das wäre noch ein Thema. Nützt aber jetzt bei der offenen Scheibe auch nichts. Ne? Ich bin einfach mit offener Scheibe gefahren, damit ich was höre. Ansonsten wird sie wahrscheinlich zumachen. Da ist jetzt allerdings nach oben hin zur Scheibe rein wenig Dreck reingekommen. Das war okay. Das kann man wieder ausblasen, alles gut. Jo, ansonsten erfolgreicher Test. Mal gucken, was noch kommt. So, weiter geht das. Ich hatte ja ein bisschen sauber geblasen hier. Schön alles mit Luft, ne? Trocken, alles gut. Was man sagen kann, der steht jetzt 2 Tage hier. Eigentlich lasse ich die Hydraulik immer runter, aber ist ja mal ein Test. Die Fronthydraulik ist dicht, weil der hängt noch genauso in der Luft, der Mulcher, wie ich ihn hingestellt habe. Das ist schon mal gut. Und
Ich werde jetzt nochmal losfahren mit dem Mulcher. Ich habe noch so einen Rest, ein bisschen Ackerrandstreifen und machen wir noch ein paar schöne Aufnahmen jetzt, ne? Ja, einfach herrlich, wenn das alles funktioniert, ne? Ich mache jetzt mal wieder gleich die Saisonschaltung raus. Oh, jetzt kommt die Sonne von hinten. Es ist ein bisschen unglücklich, ne? Also mit dem Bolzen und hier, das ist eine enge Geschichte. Jetzt habe ich mir schon wieder den Finger aufgeratscht. Da müsste eigentlich hier so ein Hörnchen zu der Seite dran, nicht so ein runder Griff, aber das ist so original. Gucken, ob wir da noch mal was verbessern können. Irgendwo ratsche ich mir immer die Finger auf, egal. Jo, gerade mal ein bisschen hier die Ränder am Weizen abgemacht. Die Gerste hatte netterweise schon jemand übernommen, der daneben hatte. Der ist einfach durchgefahren. Sehr gut, jo, dann können wir drauf warten, ne? Und düsen jetzt noch eine Runde damit rum. Der Fläche hier war schon ein paar Mal unterwegs, und zwar auf dieser hier. Da ist jetzt ein bisschen Mais hingekommen. Hier ist der Weizen vom Wildacker. Und gucken wir gleich nochmal, das zur Blühmischung. Ich sag mal, der ist komplett unbehandelt. Der ist einfach nur reingesät, vorher gepflügt. Hier war vorher schon sehr, sehr lange Stilllegung. Und ich wollte jetzt noch mal hier schauen, aber das ist auf jeden Fall so ein Indikator. Ohne Striegeln geht wohl nichts. Ne? Hier ist ziemlich verunkrautet, vergrast, also viele Ungräser. Joa. Ich dachte eigentlich, hier ist noch weniger los, weil er recht gut stand, als er die Ähren noch nicht drin hatte. Aber da hat man wahrscheinlich das Gras einfach noch nicht gesehen, ist jetzt durchgewachsen. Das kann man einfach nicht so stehen lassen. Ne? Also so komplett ohne irgendwelches behandeln, mechanische Unkrautbekämpfung geht wohl nichts. Da hinten sind ein paar Brennnesseln durchgewachsen. Disteln geht eigentlich, aber jo, gut zu wissen. Gut zu wissen. Kann man ja mal gucken, das sind ja so ja, Ecken, wo was probiert wird irgendwie und so als also hier steht, Weizen ist okay, ne? Also hier, wenn die Schweine, die kommen hier rundherum aus dem Wald, deswegen ist es ja auch schon immer Wildacker, weil das komplett in so einer Waldecke drin ist. Und ja, der ist jetzt durch die Müllstreife durch, also da kommt nicht mehr viel. Und dann können die sich hier trotzdem ein bisschen gut tun dran und ein bisschen rumfressen und lenken vielleicht lenkt diese Fläche von ein paar anderen Flächen ab. Das ist ja Ziel des Ganzen gewesen, ne? Und nicht um das hier irgendwie zu dreschen jetzt. Das soll einfach stehen bleiben. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, was bei der Blühmischung geworden ist. Ich sag mal, bunt geworden ist es allemal, aber ich krieg diese Tüten oder die hatte ich zur Verfügung gestellt bekommen. Da war hier nur so ein Kilo drin, deswegen ein bisschen verteilt hier auf zwei, drei Spuren.
Und ich frage mich nur gerade, würde das genauso aussehen, wenn man die Mischung hier nicht hingestreut hätte oder gesät hätte? Auf jeden Fall brummt es vor Insekten. Man hört das vielleicht nicht so gut auf der Kamera und das ist da auch schon mal was, ne? Aber das sieht ziemlich wild aus hier. Ich denke, das muss dann auf jeden Fall auch noch mal im Herbst gemulcht werden. Macht wahrscheinlich Sinn. Also ich versuche mal rauszufinden, was in der Mischung hier drin war. Oder was hätte kommen sollen. Wieder Zeit zum Sauber machen, ne? Schön abpusten. Und ich würde sagen, das war's für diesen Vlog. Vielleicht ein bisschen kurz geworden. Ich habe keine Ahnung, was ich alles gefilmt habe. Ja, wie gesagt, es macht auf jeden Fall Spaß zu fahren, ohne alle 10 Meter hinter sich zu gucken und irgendwie Angst zu haben, man macht eine Ölspur. Also man gewinnt ja langsam so ein bisschen Vertrauen, wenn das Ding so ein paar Stunden gelaufen hat. Und es waren ja jetzt auch genug Sachen, die repariert worden sind. Wir wollen jetzt einfach mal fahren, ne? Was ich gesehen habe gerade, der Sibbos, der fährt eine Xylon-Probe. Ich bin gespannt, was da passiert. Na gut, wir werden das sehen. Also bis dahin, dranbleiben, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns. Ciao, ciao.